Und wir leben in einem Land laut Merkel oder laut Scholz, in einem der reichsten Länder der Welt. Und wenn ich dann am Bahnhof gehe und sehe Rentner, die Pfandflaschen sammeln, weil sie im Mittag eine warme Leberkässemmel kaufen wollen, für das müssen sie Müll rumgraben. Wir haben Kinder, denen täglich eine warme Mahlzeit bekommen, weil sie vernachlässigt werden, wie auch immer. Und dann muss ich sagen, nein, wir leben nicht in einem der reichsten Länder der Welt. Wir verschenken unser ganzes Geld ins Ausland. Wenn ich heute, keine Ahnung, 30 bis 40 Milliarden Euro Waffen liefern kann, zum Krieg spielen und die eigenen Leute zu Hause verhungern, dann sind wir nicht in einem der reichsten Länder der Welt, sondern sind wir in einem der dümmsten Länder der Welt, meine Damen und Herren. Und das muss einmal klar angesprochen werden. Und die Kriegstreiber da draußen sind mitverantwortlich für das, was wir aktuell in diesem Land haben, meine Damen und Herren.